Das sind alles Boxen. Nee, und Ulti eigentlich auch. Er hat jetzt nur noch Boxen. Und die machen alle was anderes. Die einen stunnen, die anderen machen Damage, die einen machen Meteor, ne? Who's that Pokémon? It's no way for you! Oh no! Okay, da können wir danach weitermachen. Jetzt spielen wir erstmal eine Runde League. Ich bin leider Autofill Jungle, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin leider Autofill Jungle. Ich kann halt überall drin sein, ne? Muss ganz ehrlich sein, da zeigt schon sehr Streamer zu sein in der Elo. Er ist schon sehr, 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 sehr kacke. Also, da ist schon ein sehr, 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 sehr komischer Move von denen. Jetzt können wir den machen, ne? Eine Combo. Ah, ziemliche Fiesta ein bisschen. Das ist eine ziemliche Fiesta. Wir können nur kurz dastehen, damit die reinpushen können. Ich glaube nicht, dass wir hier fighten wollen. Was würde denn hier für ein Bild spielen in dem Game? Ist schon einfach klassischer Gore-Trinker, oder? Das heißt, von Tolkien seiner neuen Liebe Madeira. ich finde das krass, also dass der plötzlich so. Also, keine Ahnung, irgendwie die Win-Challenge, das Variety, das macht ihm, glaube ich, richtig Spaß und erfüllt ihn. Und ich glaube, er hat halt aktuell mit Toplane in League of Legends ein bisschen zu kämpfen. Na, und er sieht jetzt halt so das Potenzial, ne, weil die meisten großen Leute, sagen wir mal, in der deutschen Bubble, was machen die, ne? Die bereisen die Welt, die leben irgendwo in exotischen Ländern, die networken die ganze Zeit, die spielen die Spiele, die sie wollen. Ja, das ist natürlich, wir sind da ein bisschen anders. Wir sind halt dieser Hardcore-Nerd-Teil, ne? Ich glaube, der hat jetzt bei den Challenges mit Mickey halt so ein bisschen das Potenzial gesehen und was möglich ist und findet das halt ganz interessant. Kann ich auch verstehen, ne? Macht schon Spaß. Ich will für einen Monat nach Madeira ziehen. Wisst ihr, ich liebe, was ich mache. Ich könnte mir nicht vorstellen, das jetzt groß zu ändern und groß frei zu machen. Vielleicht mal für eine Woche oder zwei ein bisschen Varianz, aber also ich könnte mir das persönlich nicht vorstellen, ne? Jetzt irgendwie groß umzuziehen oder so. Dann können wir einmal hier gehen für die Crux und dann können wir danach für den Herald spielen. Solange der Sion tot ist. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, ob er TP hat oder nicht. Wenn er TP hat, glaube ich nicht, dass wir Herald machen sollten. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie den einmal checken zumindest. Oder sie diven Bot. Oh, wow. Well played. Krasser Damage auch da. Reicht sogar. Weißt du. Okay. Warte. Ich hätte noch kurz irgendwie eine Sache farmen sollen. Schauen wir, ob wir hier unten was machen können. Ja, wenigstens überlebt, ne? Sonst hätte mich der Dings doch ulten können, aber es war natürlich nicht, was ich machen wollte da. Er hat schon wieder EQ abgehabt. Lass uns kurz unseren Gore-Trinker holen hier. Nice, nice, nice. Schauen wir, dass wir hier hingehen. Nein, ich habe nicht vor aus. Nein, Leute, ich habe nicht vor auszuwandern. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier profitiert, ich zahle gerne meine Steuern. Und für mich ist es auch, wisst ihr, meine Familie ist so wichtig für mich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, auszuwandern. Ich kann mir vielleicht vorstellen, okay, einen Nebenwohnsitz oder so zu haben, dass du mal nach Madeira gehst für, was weiß ich, für einen Tag oder für einen Monat vielleicht im Jahr oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, aber also wirklich dauerhaft umziehen käme für mich jetzt nicht in Frage. Persönlich. Aber in alles, was ich sage, ist, dass ich natürlich, ich kann schon die Gründe verstehen, wisst ihr, warum man das machen würde. Gerade in dem Berufsfeld, in dem wir sind. Das ist alles, was ich sagen wollte da. Nein, er hat es perfekt getimed gekriegt. Er hat mein Q gecancelt, weil ich es genau benutzt habe, als er mich in den Q geflippt hat. Das ist natürlich schon Turbo-Int gewesen jetzt. Ich hätte einfach direkt das auslösen können. Es wäre wichtig, den Herald zu verhindern, den Drake zu verhindern. Weil gerade die, die viel verdienen, den Hals nicht voll genug kriegen, bin ich ganz bei Nowhere mit dem Mindset. Also ich finde, weißt du, die Leute, die wirklich reich sind, sind nicht die Leute, die unbedingt ein gutes Einkommen haben, sondern es ist halt, also bei uns ist es ja so, dass die Einkommenssteuer sehr hoch ist, aber Vermögen und so relativ gut beschützt ist und Erbschaft und solche Themen. Weißt du? Also das ist jetzt, also da würde ich jetzt auch nicht, also die Leute jetzt so runterzureden, finde ich jetzt auch nicht so gut, persönlich. Bin ich kein Fan von.
Ich glaube auch, dass echt der Hass von vielen Leuten da echt auf die falschen, ne? Also das ist nicht, so funktioniert das nicht, ne? Aber wir machen jetzt keinen Steuertalk, Leute. Ich bin auch wirklich kein, hier, was braucht man da? Wirtschaftler, Ökonom, ne? Da bin ich ja wirklich nicht euer Mann für. Also ich denke aber, dass man da nicht übertreiben muss, ne? Also das ist, ich kann Gründe verstehen, das zu machen. Ich persönlich hab's nicht vor, ne? Das kann ich euch sagen. Ich habe versucht, noch irgendwie den Heimer zu predikten, wo er stehen kann, aber das war schon sehr bad. No. So, würdest du sagen, Quinn-Mitte macht in der aktuellen Meta Sinn? Du kannst Quinn-Mitte spielen, ja, aber persönlich, also sie ist nicht so gut, weißt du? Das ist das große Problem von Quinn-Mitte. Weil was Quinn macht, ist, dass sie ja ein Lane-Bully ist. Und auf Top-Lane hast du eine lange Lane, du bist meistens in Melee-Matchups und das kann sie abusen. Wenn du die jetzt Mitte spielst, dann hast du eine kurze Lane und Ranged-Matchups. Und das ist in der Regel sehr, sehr schlecht für dich, weißt du? Ja. Okay. Ist natürlich sehr schlecht, dass sie den gekriegt haben. Die scalen auch relativ gut. Wir müssen ja schon aufpassen. Weil ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass wir halt viel schlechter scalen als die, ehrlicherweise. Denkst du, Quinn braucht ein Rework? Ich meine, das ist... Ich glaube, es gibt viele Champions, wo du sagen könntest, ein Rework, ein bisschen eine Modernisierung wäre gut für sie. Aber ich glaube, man muss auch realistisch sein, ne? Die Reworks dauern ja auch immer ein bisschen kommen. Und wenn man so Champions wie Aurelion und Sol sieht, weiß ich nicht, ob wir zu viele Reworks wollen, ne? Der nächste Champion, ich kann euch sagen, der kriegt einen Dash, der kriegt ein Stack-System. Und dann haben wir alle keinen Spaß mehr. Das ist das nächste größere Rework, das kommt. Stell euch mal vor, sie modernisieren so Champions wie Teemo oder Shaco oder Singed. So absolute Abf-Champions, die es jetzt schon gibt. Muss dir alles umdrehen. Yumi ist ja kein richtiges Rework. Yumi ist ja nur ein, also die wird halt ein bisschen adaptiert. Oder? Das ist ja kein vollwertiges Rework. Stellt euch vor, Singed kriegt einfach so ein Dash. Und sein Poisons baut irgendwelche Stacks ab. Und dann hast du irgendwie die Poison-Meister-Stacks. Und dann, wenn er genug von denen hat, dann rootet sein Poison die ganze Zeit. Und dann plötzlich kommt auch noch so ein Meteor dazu. Auf jeden Fall, Riot braucht immer ein Meteor. Jeder Champion braucht ein Meteor. Merkt euch das. Jeder Champion braucht mindestens einen Meteor. Nice, oder? Schön vom Fresh. Ich finde, der neue Fresh sieht so geil aus. Mit den Perma-Hooks jetzt, wenn du hittest. Kriegen sie nicht auf Ideen? Oh, ich habe eine Menge gute Ideen. Stellt euch vor, die Shaco-Boxen, er hat jetzt nicht eine, sondern er hat drei. Auf Q, W und E. Das sind alles Boxen. Nee, und Ulti eigentlich auch. Er hat jetzt nur noch Boxen. Und die machen alle was anderes. Die einen stunnen, die anderen machen Damage, die einen machen Meteor, ne? Das ist jetzt der Puppenmeister und der kann praktisch permanent unterschiedliche Puppen stellen. Das heißt, du kannst, wenn der zuerst an einem Objective bist, kannst du nie fighten, weil überall so Puppen stehen. Und am wichtigsten ist natürlich wie immer die Meteor-Box. Die macht am allermeisten. Das ist natürlich klar. Die Meteor-Box ist key, guys. Ja, du bist in Gefahr, Kollege. Oh, das hat ihn sogar schon gekillt. Muss mal zum Nash gehen. Und wofür bekommt er Stacks? Ja, wenn du seine Fallen auslöst, dann bekommt der Puppenspieler Stacks. Und für jede 10 Stacks, die er bekommt, stellt er nicht eine Puppe, sondern zwei. Und das skaliert bis er, also mit einer Aktion kann er dann bis zu 100 Puppen stellen. Wir haben dann so ein riesiger Cluster an Puppen. Ein Puppencluster. Das ist eine 1-Million-Dollar-Idee. Bitte nicht flippen. Guys, warum? Warum würden wir das jemals flippen? Ich finde das cool, dass ihr Vertrauen in mich habt, aber das war ja die größte Schnapsidee ever. Hab gut gelacht, das ist kein Scherz. Denkst du, ich mache hier Scherz oder was? Ich meine, das ist eine bahnbrechende Idee, du. Ich glaube, die Leute denken noch, dass das hier ein Spesel ist. Weit gefehlt, Kollege. Und jetzt lass uns das Game kurz beenden, damit wir wieder Mitte spielen können. Was ist eigentlich das Nächste, was rauskommt? Jetzt kommt dann irgendwann ein neuer Champion bestimmt, oder? Weil es wurden ja mehrere Champions angekündigt. Was ist denn der nächste angekündigte Champion, der kommt? Ist das der Control Mage? Oder ist das der Supporter? Irgendwas mit M war das irgendwie. Malinho oder so. Es kommt ein Control Mage, der irgendwas mit Meteoriten zu tun hat. Ah, das ist eine bahnbrechende neue Idee, glaube ich. Meint ihr, er hat ein Stack-System? Wenn er ein Stack-System hat, holt mich Riot ab.
Dann bin ich abgeholt. Aber er muss auf jeden Fall ein Stacksystem haben. Yikes. Watch this play. Bam. Sehr, 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 sehr nice. Hier den roten Verstärkungszauber. Weiß gar nicht, was kannst du denn für neue Champion-Designs noch machen? Ich finde, mittlerweile hat League schon sehr, sehr viel gemacht. Das Einzige, was ich noch jetzt, also was ich noch interessant fände, wäre sowas wie Invoker oder Meepo aus Dota. Aber ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist in League, ehrlicherweise. Was sind denn noch für Designs möglich? Was sind denn noch für Ideen möglich? Vielleicht irgendein Global Champ, so wie Asmodan aus Heroes of the Storm. Hieß der Asmodan? Ich glaube, ne? Aus Heroes of the Storm. Dota. Ey, Dota hat ein paar sehr coole Champions, ne? Man kann über Dota sagen, was man möchte, aber also die haben schon ein paar coole Sachen. Ein Mage-Champion, dessen Skills Physical Damage machen. Gibt's noch keinen Mage, der Physical Damage Spells hat? Really? Corki, nee, Corki ist ja ein AD-Carry, der Magic Damage macht. Gibt's denn nicht irgendeinen Physical Champion? Mage, der irgendwie dann Waffen wirft. Ey, actually, das ist eine coole Idee. Irgendein Champion, der AP baut und dann Waffen wirft und so. Das finde ich hat Potenzial. Ein Support mit hoher Damage Reduction und der einen Teil des Champs abbekommt, mit dem er gelinkt ist. Ein Link-Support. Ja, das wäre eigentlich die Idee gewesen, wo ich gedacht hätte, dass sie so ein bisschen Yumi-mäßig machen. Wo haben wir denn überall Links? Wir haben es zum Beispiel bei Taric haben wir Links. Gibt es sonst noch irgendwelche Links? Ich meine, Yumi ist ja so ein richtiger Parasit, der auf dir drauf sitzt. Dann Taric mit seinem Stun hast du. Rell, gut, Twitch-Chat, gut, smart und Kalista. Alter, ihr seid so smart, ne? Ihr habt recht, Rell und Kalista. Ja, natürlich, Rell und Kalista ist gut. Ich bin so strong, Ich weiß nicht, dieses Game war irgendwie einfach eine Talkrunde, aber das war schön nach dem letzten. Das letzte war so anstrengend, ey. Jetzt haben wir einfach mal eine kleine Talkrunde gebraucht, ja. Jetzt haben wir einfach mal ein kleines Talkrundchen gebraucht. Und jetzt lass uns noch einen richtig schönen Spicy-Kick machen. Pass auf. Wir hitten den Sion. Und dann, seht ihr den Aphelios? Ja. Jetzt seht ihr ihn immer noch, ne? Aber seht ihr jetzt den Aphelios? Durch den Heimer! Der ist durch den Heimer geflogen. Und das war ja so schnell gelöst, ja. Klasse! Wow. Das hätte man nicht schneller machen können. Ich sehe das immer in den chinesischen Lee Sin-Videos so. Genau so. Würdest du jetzt mal deinen eigenen Champ designen? Also, wenn ich könnte, würde ich so ein Champion wie Invoker extrem fühlen in League of Legends. Also ich finde, Invoker ist tatsächlich insaner Champion. Das Design ist so geil, das macht so viel Spaß. Also würde ich mir extrem wünschen, einen Champion Invoker zu haben. Was macht der? Warte, zeige ich euch. Ich male euch das gleich bei Paint auf. Oh, das ist ganz schön weiß. Der ist so ein richtiger Giga-Chat. Ein Fuß größer als der andere, ne? Ja. Und dann hat er noch so einen Badass-Mantel, so ein Cape, wie so ein Held. Da hinten. Ja, das ist Invoker. Und er hat vielleicht noch so einen. Gib ihm noch so einen Hut, würde ich sagen. So ein Zaubererhut. Ja. Er kriegt noch so einen Zaubererhut. Den machen wir auch mit der Gießkanne. Sehr gut. So, das ist Invoker. Ne? Und dann kriegt er noch einen Zauberstab, wäre noch wichtig. Ja, ein kleiner Zauberstab. Ja. Da muss natürlich oben noch so ein bisschen Sparkle sein. Ne, weil er ist zaubert, ja. So, das ist Invoker. Okay. Und Invoker hat drei verschiedene Kugeln. Ne? Er hat eine. Wir machen die jetzt mal gelb. Eine rote Kugel. Und eine blaue Kugel. Und er kann immer drei Kugeln um sich rumfliegen lassen. Ne? Also er hat immer eine Konstellation von Kugeln, die um ihn rumfliegt. Und die Idee hinter ihm ist praktisch, dass je nachdem, wie du deine Kugeln kombinierst, hast du eine Fähigkeit, ne? Das ist dann deine Ultimate. Wenn du diese Ultimate drückst, dann craftest du praktisch einen Zauberspruch. Und zwar abhängig von der Konstellation an Orbs, die um dich rumfliegen. Das heißt, wenn du zum Beispiel drei blaue Kugeln hast, dann castest du Cold Snap. Oder wenn du zwei rote Kugeln und eine gelbe Kugel hast, dann castest du einen Meteor. Und du kannst praktisch verschiedene Kombinationen
Und in Dota gibt es dann auch noch ein Item, das praktisch dann dir die Möglichkeit gibt, dass du halt im Late Game diese ganzen Spells permanent zirkulieren kannst. Und dann bist du praktisch ein Mage, der bis zu, ich glaube, 10 Spells sind das, die ganze Zeit zirkulieren kann. Und er hat einen Meteor. Er hat einen Meteor, ja. Das ist ein extrem geiler Champion. Also der ist wirklich, wirklich cool gemacht. Talking way too loud, and if you don't like the sound, you could just tune it out. Who you rooting for? They say whatever team.